Hallo liebe Videofreunde, Klappe, die dritte. Diesmal endgültig. Ja. Es kam gerade das Postauto, haben wir schon die Hälfte bald fertig gehabt. Ich bin auch gerade wieder durch. Und, aber wir haben Ware gekriegt. Ja. Ja. So, jetzt ist es weg, also muss man nochmal von vorne anfangen. Ja, also Piccolino, ach Quatsch, Piccolino, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin immer noch da. Peppino ist wieder zurück von der Werkstatt. Wir waren in Übelgau bei dem Autohaus Schubert, hatten wir ja erzählt, und haben den dorthin gebracht, damit die das mal überprüfen, was mit unserer Batterie los ist. So, also das wird euch der Michael gleich erzählen. Und es sei eins vorweg gesagt, das war eine ganz andere Hausnummer beim Autohaus Schubert. Die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, den Fehler zu finden, und haben auch uns dazu was zu sagen. Ja. Das wird euch gleich Michael sagen. Es betrifft ja wohl wahrscheinlich nicht nur uns, sondern einige andere Fiat-Käufer auch. Und ja, das kann euch jetzt erstmal der Michael erzählen. Ja, also es ist, wie soll ich sagen, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Gute ist, das Problem ist bei uns, glaube ich, jetzt so weit gelöst, dass wir mit dem Auto fahren können, ohne Angst zu haben, mit einer toten Batterie irgendwo zu stehen. Schlechte Nachricht ist, das Ganze ist bauartbedingt und das betrifft alle Fiat, neueren Fiat Ducatos wegen der Euro 6 Abgasnorm. Und die Autos sind ja normalerweise Transporter und keine Wohnmobile und werden dementsprechend zertifiziert. Das heißt, da gibt es nur eine Starterbatterie, keine Aufbaubatterie wie jetzt bei dem Ding. Da gibt es auch keinen Elektroblock, der da irgendwas schaltet oder so, und keinen Ladebooster. Wenn die Autos zugelassen werden, das wird ja nachträglich erst eingebaut bei dem Wohnmobilhersteller. Die Situation ist die, dass bei diesen neuen Autos, und da muss man dazu sagen, war wohl Fiat der letzte Hersteller, der das gemacht hat, ein sogenanntes intelligentes Lichtmaschinensystem eingebaut worden ist, das nicht mehr permanent mitläuft mit dem Motor. Die Motoren sollen so weit entlastet werden, wie es nur eben geht, um diese Abgasnorm einzuhalten. Sprich, die Lichtmaschine und alles, was nicht nötig ist, wird abgeschaltet und kommt nur bei Bedarf an. Und die Lichtmaschine kommt erst an, aber einem sehr, sehr niedrigen Niveau von dieser Starterbatterie, und lädt die dann auch nur bis 80%. Lädt sie noch nicht mal voll, nur bis 80%, dann ist Feierabend. Die restlichen 20% sind ein Puffer, denn sobald du bremst, fängt das Ding an zu laden, also sprengt die Lichtmaschine an. Wenn du viel bremst, wirst du immer eine gut geladene Batterie haben. Wenn du lange Autobahn fährst, eher nicht. Wie gesagt, trifft alle neueren Modelle. Und im Autohaus Schubert, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, das rauszufinden, was hier los ist. Die waren schon so weit, eine neue Lichtmaschine einzubauen. Die haben sich Schaltpläne schicken lassen von Schaut, die den Elektroblock herstellen, von Malibu, von Fiat, haben rumtelefoniert, sind mit dem Auto gefahren, haben Voltmeter dran gehängt, um zu gucken, was passiert und alles. Und sind letztendlich, haben sie dann ihren eigenen Bestand überprüft, den sie auf dem Hof haben, und haben dann festgestellt, dass ab einem gewissen Baujahr oder Fahrgestellnummer das so ist. Bis dahin ist alles normal und ab dann ist es nicht mehr. Dann ist dieses intelligente System, und das wussten die selbst auch nicht. Und das wussten der Fiat hier wusste das nicht, in Cottbus. Der hat ja auch gesagt, das ist alles in Ordnung, und die in Pirna wussten es auch nicht. Aber da hat sich auch keiner die Mühe gegeben, sich vielleicht mal mit dem Problem zu beschäftigen. So, also wissen wir jetzt, woran das Problem liegt. Muss man rausfinden, ob das jetzt ein Mangel ist oder ob das bauartbedingt ist, gegen das man nichts machen kann. Wahrscheinlich kannst du nichts dagegen machen. Das wird dann so ausgehen wie dieser Dieselskandal. Letztendlich kommt der Hersteller davon und du bleibst sitzen auf dem, was du hast. Was jetzt bei uns gemacht wurde, dadurch, dass dieses komische Mediasystem hier eingebaut ist, was dann noch über die Starterbatterie ihren Strom kriegt. Und da auch danke für Tipps, wo dann sagen Leute, ja, wenn man hier oben einschaltet, geht das ja über die Aufbaubatterie. Nein, dem ist nicht so. Alles, was das Ding hier oben macht, das simuliert, als wenn die Zündung eingeschaltet wird. Aber der Verbraucherstrom, der kommt von der Starterbatterie. Was jetzt gemacht wurde, was das Autohaus Schubert, was die gemacht haben, weil wir haben uns da unterhalten, und dann habe ich gefragt, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass wir dieses Mediasystem komplett von der Starterbatterie wegkriegen? Und dann hat er gesagt, sie gucken mal, ob sie das umklemmen können auf die Aufbaubatterie, dass das nur noch über die Aufbaubatterie geht. Und das haben sie auch gemacht. Das heißt, das Ding hier vorne geht jetzt nur noch, wenn ich hier oben einschalte.
Also auch bei der Fahrt muss das dann eingeschaltet sein. Und wenn ich das ausschalte, ist das Ding hier vorne aus, richtig aus. Und ich habe es probiert, ich bin zurückgekommen, habe das Auto extra nicht über Nacht an Strom gehängt, habe das Bedienpanel dran gelassen, alles gelassen, wie es ist, und am nächsten Tag geguckt nach meiner Batterie und alles gut. Alles, Bene, alles im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier, den Knopf für die da kennen, das ist für, und schon geht's, das ist für das Media Center. Und normalerweise, wie gesagt, läuft das Ding über die Starterbatterie und nicht über die Aufbaubatterie. Aber jetzt läuft die über die Aufbaubatterie. Jetzt passiert hier an meiner Starterbatterie nichts mehr. Alles gut. Das Gute ist, die Aufbaubatterie wird immer geladen. Das heißt, da habe ich jetzt keine Angst, dass die mal zu weit runter geht oder nicht. Das macht nichts, die wird immer mitgeladen. Das geht über diesen Ladebooster und ich denke, das hat dann für die Zulassung von dem Auto mit den Abgasen nichts zu tun. Aber das wird alle Besitzer von diesem Auto betreffen. Also sollten Sie sich da, und falls Sie dasselbe installiert haben mit diesem Mediasystem, Händler fragen, ob er das auch macht, dieses Ding umklemmen, dass das komplett von der Starterbatterie wegkommt. Und das hatten ja schon einige uns geschrieben, das Umklemmen auf die Aufbaubatterie. Ja. Das hatten wir schon von einigen den Tipp bekommen. Ja, übrigens würde ich, bevor ich das vergesse, vielen, vielen Dank für die ganz lieben, netten Kommentare, E-Mails und mit Tipps und so weiter und so fort. Und wir haben dann auch diese Woche noch von einem Pärchen ein Video bekommen von, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich kann das unten mal CES, unten drunter verlinken. Ne? Ja, und da ist auch eine Werkstatt, die das schon rausgefunden hatten, dass da irgendwie was. Aber die mussten selbst auch, die wussten das auch nicht. Nee. Der hat dann auch geguckt und hat sich dann und die haben uns das dann geschickt und so war es dann letztendlich auch gewesen. Also so ähnlich hat uns das dann das Auto Schubert auch gesagt. Ne? Der hat sich fürchterlich aufgeregt, der gute Mann. Sagt er, was verkaufen die denn hier für Autos, die sowas machen? Weil der Punkt ist natürlich auch der, ob die Starterbatterie das lange mitmacht, sei dahingestellt. Wenn die alle 2 Jahre kaputt geht, hast du alle 2 Jahre, kannst du dir eine neue Batterie holen. Und das wird man sehen. Aber wie gesagt, ob das jetzt ein Mangel ist, den man einklagen kann. Wir sind jetzt fast 3000 Kilometer gefahren, um das rauszufinden. Ja. Um diese Situation rauszufinden, sind wir fast 3000 Kilometer, immer mit 2 Autos, hin und zurück. Pirna waren wir 2-mal oder 3-mal, glaube ich, sogar gewesen. Jetzt nach Übigau 2-mal gefahren. Also das ist verrückt eigentlich, dass man da nicht von der Firma das vernünftig erklärt bekommt und gesagt bekommt. Aber wahrscheinlich wussten die das selber nicht. Die wussten es und die haben sich aber auch nicht drum gekümmert. Ja, da die haben gesagt, so alles noch, die haben auch noch nichts geguckt. Ist egal. Auf jeden Fall selbst der Fiat hier. Der aber auch nicht von Aulendorf, haben wir auch nichts gesagt. Nein, ich hatte ja extra im Werk angerufen. Also da müssen wir schon nochmal auch ein bisschen sprechen. Ne? Ja, ich hatte ja auch im Werk angerufen und das muss alles funktionieren. Ja. Nee, so funktioniert es eben nicht. Wie gesagt, das ist bauartbedingt. Und ob da jetzt irgendwas machbar ist, rechtlich, weiß ich nicht. Oder ob das halt, das Auto ist so zugelassen worden, wahrscheinlich kannst du nichts machen. Ich weiß es aber nicht. Aber das es wäre auf jeden Fall so schön. Lange und so viel, wie soll man denn sagen, ja, so viel investieren mussten letztendlich an Zeit. Das ist auch jedes Mal das Auto da stehen lassen, wieder abholen und so weiter und so fort. Um, dass wir es nicht rausgefunden, dass wir es jetzt nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr haben wir das Auto rausfinden müssen. Also da sollte man schon nochmal drüber sprechen. Ja, ja, klar. Ich würde mich da mal den Kundenservice von Malibu, Karthago da wenden, ob da eine Kompensation oder irgendwas drin ist. Weil ja, also das ist schon diese Verschwendung an Zeit und Geld, die was das gekostet für was so eingebaut ist und was normalerweise bekannt sein müsste und nicht, ja, es ist alles in Ordnung. Also kann ich nicht drüber lachen, aber gut, aber wir sind jetzt Gott erstmal sei Dank, froh, dass wir wissen. Na, Gott sei Dank, ja, ist das jetzt erstmal gemacht. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein Auto, dadurch, dass das Ding da abgeklemmt. Ich nehme an, wenn einer einen Transporter hat oder so, der hat mit Sicherheit nicht so ein Mediasender drin. Der hat ein normales Autoradio drin, ist gut, und dann macht das nichts. Aber das Ding zieht dermaßen Strom. Das reicht, um, wie gesagt, da die Starterbatterie nie geladen wird, reicht das, um die tot zu machen. Also jeder, der das Ding drin hat,
bisschen vorsichtig sein damit, mit laufen lassen und so. Solltet ihr irgendwo hier in unserer Region wohnen und einen Malibu oder ein, ja, ist ja auch ein anderes Auto, ist egal, aber er ist ja Vertragshändler von Malibu, können wir euch dieses Autohaus auf jeden Fall empfehlen. Ja. Viel, viel besser als Pirna und ja, auch mein Zahnarzt fährt dahin, haben wir festgestellt. Ja. Der hat auch sein Auto da gehabt. Wir haben wirklich, wie gesagt, wir haben uns das Problem jetzt für uns so weit gelöst, dass die Batterie nicht vollgeladen wird, da dran ist nichts zu machen. Auf jeden Fall. Es sei denn, wie gesagt, dieses Video, was er uns geschickt hat, da WCS heißen die, glaube ich, Goch, also in Goch, der Ort heißt wohl Goch. Und die haben selbst jetzt einen Ladebooster wohl entwickelt, in Eigenregie, den man dann einbauen lassen kann. Ist natürlich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Homepage, also mit Einbau bist du bei 1300 Euro. Das ist natürlich auch ein Wort erstmal. Also wenn das jetzt bei uns so funktioniert, dass wir damit klarkommen, ja, werden wir das wohl so lassen, wie es ist. Weil wir uns ja auch mit dem Gedanken tragen, dann nächstes Jahr eine Lithium, Batterie hier als Aufbaubatterie einzubauen und dann hat sich das Problem wahrscheinlich endgültig erledigt. Erledigt, ja. Ja, die anderen Sachen, also es war jetzt nur noch die Fliegenschutztür, da haben Sie ja auch gleich gesehen, dass die nicht richtig eingestellt gewesen ist. Das haben Sie uns jetzt wohl richtig eingestellt, aber wir haben immer noch einen kleinen Spalt. Ja. So, wir haben hier immer noch den kleinen Spalt in der Tür. Das ist bauartbedingt nicht anders machbar. Ist tatsächlich so, dass die unten schon anschlägt, oben noch nicht. Aber man hat sie so weit eingestellt, dass man sie benutzen kann. Vorher hatten wir das Problem. So ungefähr. Also, und sie geht auf und zu. Und da hat er uns jetzt gesagt, hat er gesehen, er hätte da so ein Vlies oder irgendwie sowas gesehen. Ja, das gesehen. Ist wie so ein Pinselding. Ja, da, genau. Das hat mir auch, hat auch jemand geschrieben bei uns, dass es sowas gibt. Das kann man sich dann einfach daran machen. Wenn und jemand dann ist weiß, wo man das bestellen kann, wäre nett. Weil dann möchte ich nur, muss man hier extra dahin fahren, weil das wechsle ich in 5 Minuten, das Ding. Ja, naja, er hat ja gesagt, er schickt uns das zu, aber müssen wir mal gucken. Ja. Aber irgendjemand hatte uns geschrieben. Also das ist wohl auch nicht hinzukriegen. Aber auf jeden Fall geht die Tür jetzt wesentlich leichter auf und zu. Und sie schließt auch weiter als vorher. Vorher war sie gar nicht zu benutzen. Ja. Und also das ist auch nicht mehr machbar, aber nicht, wie gesagt, da, wo sie, nee, eingestellt, ich mache das Ding einmal auf und zu, dann habe ich es schon nicht mehr aufgekriegt. Und oben war der wieder gleich gespalt. Also, na, vor allen Dingen hat sich das ganze Ding wieder verzogen. Ja. Die neue Tür hat sich verzogen wieder. Das war eine Katastrophe gewesen. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt so bleibt. Das haben wir jetzt noch nicht ausgetestet. Aber jetzt kommt ja in 14 Tagen, haben wir ja unseren Urlaub geplant. Ja, organisiert habe ich erstmal alles, aber naja, also Norwegen, mein großes Ziel, das wird nichts. Wird wahrscheinlich eher nichts werden. Wird nichts. Nee, wird auch nichts. Wieso? Und ich hoffe immer noch. Ich bin immer noch in Hoffnung. Aber es kommt ja auch ein zweites Problem dazu, da meine Mutter gesundheitlich sehr, sehr, sehr abgebaut hat. Weiß ich auch gar nicht, ob ich so weit wegfahren möchte, weil ist mir doch lieber, wenn ich irgendwo innerhalb von einem Tag oder anderthalb Tagen zu Hause sein kann, wenn irgendwas ist. Und von daher haben wir uns, also jetzt liebäugeln wir mit Südtirol. Das hat uns immer gut gefallen und da haben wir auch noch nicht alles gesehen. Nee, und jetzt ändern sich auch die Einreisebedingungen für Italien oder haben sie schon geändert? Oder Mitte des Monats oder so? Ja, ab 16. glaube ich. Ja, dass du nicht mehr in Quarantäne musst. Und da wir ja schon beide doppelt geimpft sind, erhoffen wir uns, dass man da vielleicht ein bisschen. Oder halt, wenn nicht, dann halt in Deutschland. Es gibt auch schöne Ecken bei uns. Ach, irgendwas wird uns einfallen. Also da habe ich auch keine Probleme. Oder also, wir fahren nach Aulendorf und machen erstmal richtig Dampf. Das können wir übrigens auch machen, ja. Wildhupen auf dem Hof. Wenn wir sowieso in die Region fahren, dann können wir da ruhig mal vorbeifahren. Das ist vielleicht gar keine so eine schlechte Idee. Ja, ansonsten gibt es nicht so allzu viel Neues zu berichten. Ich werde jetzt die nächste Woche das Wohnmobil putzen und sauber machen und einräumen. Hoffen, dass alles gut geht und wir in 14 Tagen dann losstarten können und dann auch alles im Urlaub funktioniert. Naja, das Hauptproblem, glaube ich, ist erstmal aus dem. Weil das hat mir wirklich Gedanken gemacht, wenn du mit einer Starterbatterie, möchte ich nicht rumspielen. Also, dass wir irgendwo stehen und das ist ja auch eine Automatik, den schiebst du nicht an oder ziehst den an oder sonst irgendwas.
Und wie gesagt, also wenn ihr das Problem habt, dass eure Batterie sehr weit entladen ist und ihr merkt, die lädt nicht mehr, an dem Minuspol der Batterie sitzt wohl der Sensor, der das steuert, den muss man abmachen, eine Zeit lang ablassen, wieder dran machen und dann lädt die Batterie auch wieder. Ja, das ist für mich, ich weiß auch nicht, also ich verstehe da einen Teil, aber auch wirklich ich verstehe, ich habe, als ich gelernt habe, hat die Maschine Strom für die Batterie gegeben und fertig. Und wenn die Batterie fertig war, irgendwann mal nach Jahren, hast du eine neue reingemacht, alles gut. Heutzutage musst du studiert haben, Wahnsinn, wenn du eine Batterie wechseln willst. Also, ist Irrsinn. Ist aber so. Ja. So. Wir sehen uns dann in 14 Tagen. Ja. Wenn wir mal losstarten und dann werden wir uns sicherlich noch mal melden. Allerdings werde ich in dem Urlaub nicht irgendwie andauernd Videos machen oder so. Ich mache das alles hinterher in Ruhe, wenn ich zu Hause bin, weil ich will dann auch mal ein bisschen Urlaub haben. Aber so ab und an werden wir uns schon mal melden. Na? Ja, freilich. Gut. Also, nochmals danke für eure ganz, ganz lieben, netten Vorschläge, Kommentare. Ja. Das war wirklich sehr hilfreich auch gewesen. Ja. War echt toll. Und ja, wir hoffen, wie gesagt, jetzt geht's bald los für alle, dass wir alle wieder schön reisen können. Ich glaube, die Sehnsucht nach Reisen, die ist echt extrem groß jetzt im Moment gerade. Jeder will mal irgendwie raus und Luft holen und was anderes sehen. Also wir drücken euch auch alle die Daumen, dass ihr bald fahren könnt und wir uns dann vielleicht auch mal irgendwo auf weiter Flur treffen können und sehen können. Ja. Das wäre schön. Irgendwo im Biergarten. Ach, wie schön. Auch wir können auch vorm Wohnmobil sitzen und ein Bierchen trinken. So ist es nicht. Das geht auch. Hauptsache mal raus und auch mal andere Leute sehen. Und ach, das, darauf freue ich mich wirklich. Ne? Also, bis bald, ihr Lieben. Und tschüssi. Ciao.